Auf jeden Fall würde ich sagen, warte mal, ich setze mich mal weiter hier hin, weil die Bilder werden wahrscheinlich immer hier eingeblendet. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen, ich hoffe meine Haare sitzen, zu einem neuen YouTube-Video. Ja Leute, wie ihr alle wisst, habe ich mal früher sowas wie ich errate eure Herkunft gemacht, ich errate euer Alter. Auch wenn der Trend jetzt teilweise weg ist, ich hatte einfach Bock, dieses Video zu drehen. Und ihr hattet auch mega Bock drauf, dass ich das mal wieder mache. Ich mache es einfach so, weil ihr das wolltet. Und ich denke mal auch, dass mir das auch ein bisschen teilweise Spaß macht. Auf jeden Fall, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Schaut das Video bis zum Ende. Ich habe mir schon ein paar Bilder angeguckt. Aber wirklich schwer einzuschätzen, Leute. Mein Bruder hat die ganzen Bilder rausgesucht. Und ich würde sagen, ich laber mal wieder zu viel. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt direkt mit dem Video. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Bilder werden immer hier eingeblendet. Keine Ahnung, warum ich das wieder sage. Ihr seht das ja so oder so hier. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen jetzt genau mit dem ersten Bild an. Das wird genau, ja, hier eingeblendet, ne? Also, ich würde jetzt sagen, man sieht ja hier außen ein bisschen seine Bartansätze. Also, ich würde auf jeden Fall sagen, er ist 16 oder 17. Und wenn ich mich jetzt zwischen einem von den beiden entscheiden müsste, ne? Da das Jahr jetzt begonnen hat, würde ich sagen, du bist 16 und wirst erst, glaube ich, dieses Jahr 17. Er schreibt sogar noch hin, Bruder, nimm mal auch Jungs, ja? Bin 14. Tschüss, Alter. Was? Okay, die nächste ist die hier. Okay, ich sag mal so, sie hat irgendwas auf jeden Fall an sich, was auf jeden Fall älter aussehen lässt. Also, wenn ich jetzt schätzen müsste, wie alt du bist, würde ich sogar sagen 17. 16, 17. 16 Jahre, okay. Habe ich wohl richtig geschätzt in die Richtung. Okay, dich würde ich, lass mich nicht lügen. Ich habe jetzt ganz so hoch geschätzt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, 14 Jahre alt. Du bist 14. 15. So, du kommst mir auf jeden Fall ganz bekannt vor. Wenn ich mich nicht irre, hast du auch eine Fanpage für mich. Oh, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, glaube ich, sogar, wie alt du bist. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, bist du 16 Jahre alt. Wirklich 16. 15. Aber du weißt bestimmt dieses Jahr 16, ne? Die Leute, die nächste, oh, die sieht auf jeden Fall irgendwie jung aus, aber auch irgendwie alt aus. Boah, boah. Ich würde jetzt einfach mal grob behaupten, du bist 17 und bin 15. Leute, ich verstehe es nicht, warum können Mädchen immer so alt aussehen? Ach, egal. Okay, der nächste ist mal wieder ein Boy. Also da hat mein Bruder sich auf jeden Fall auch Jungs ausgesucht. Also bedankt euch einfach bei meinem Bruder, wenn ihr im Video dabei seid. Einfach macht mir in die Kommentare Hashtag Danke M. Hashtag Danke M, okay? So, auf jeden Fall bei dir sage ich erstmal, Bruder, Killerhaare. Deine Haare sind Baba. Nichtsdestotrotz würde ich dich jetzt mal so in mein Alter einschätzen oder ein bisschen jünger. Ich würde mal jetzt sagen 14 oder 15. Du bist viel. Jo, perfekt, Alter, merkt ihr langsam. Lassen wir uns jetzt von der Schönheit nicht blenden, sage ich jetzt mal so. Ich sag mal so, wir lassen uns jetzt von der Schönheit nicht blenden, sondern achten jetzt mal nur aufs Aussehen, okay? Aber wenn es drauf ankommt, wirklich, würde ich dich auf. Boah. 17 Jahre. Leute, kennt ihr das, wenn eure Eltern euch rufen, ihr denkt so, boah, das ist bestimmt was richtig Wichtiges, und da kommen die runter. Da, dann bist du unten, fragst du, ja, was ist los? Dann geh, ja, ein Glas Wasser bitte trinken. Du hast heute so wenig getrunken, Jonas. Was willst du? Killer aussehen. Also stich direkt ins Auge, Bruder. Ich sag mal so, Killerhaare, also Locken, Leute, eh so oder so, Baba. Ey Junge, ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hinrutschen soll, wo das Bild ist, Mann. Ich hab keine Ahnung, wo die Kamera steht, die verrutscht die ganze Zeit. Du bist so alt wie ich. Also ich schätze dich auf 16 Jahre. Keine Ahnung warum, aber Digga, du bist 16 Jahre alt und du bist, ja, 16 Jahre alt. Leute, was habe ich euch gesagt, wenn Jonas einmal reinkommt, so, ne? Also das hört sich arrogant klingen. Also jeder, an jeden, der das jetzt ernst nimmt, dann bitte dislike das Video und geht einfach weg. Die nächste. Puh. Das muss ich jetzt mal analysieren. Du bist auf jeden Fall
locker 19, 20. Auf jeden Fall, egal was ist. Da, sowas kann nicht jünger sein, das ist unmöglich. Es gibt Leute, die älter aussehen, es gibt Leute, die jünger aussehen, ne? Aber da bin ich mir zu 100% sicher, dass du mindestens 20 Jahre alt bist. Also auf jeden Fall 20. Niemals. Du bist niemals 16 Jahre alt, niemals. Unmöglich. So Leute, das war's auf jeden Fall vom Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen hoch da. Wenn ihr Bock habt auf so Serien wie Ich errate euer Alter, einfach Teil 2, Ich errate euer Herkunft, einen neuen Teil, dann lasst mir mal einen Daumen hoch da, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, einfach bei lockeren 6000 Likes mache ich einen neuen Teil. Ihr dürft euch aussuchen, ich bewerte euer Aussehen, bla bla bla, ihr kennt die ganzen Spielchen. Und noch was Leute, ihr wundert euch bestimmt, warum ich auf Snapchat, Instagram und so überall dieses Hashtag dieser Weg poste. Leute, behaltet euch diesen Hashtag einfach ganz Zeit im Kopf. Verbreitet ihn überall an jeden aus meiner Community, verbreitet ihn überall, spammt jeden unter den Videos voll mit diesem Hashtag dieser Weg. Und auch die Fanpage auf Instagram überall verbreiten. Ihr werdet schon früher oder später merken, worauf es sich hat. Und ich will einfach nicht zu viel verraten, das ist von mir, Leute. Peace out.